Die große Sauerorgel in der Auferstehungskirche von Düsseldorf hat ja noch einige Besonderheiten, die man so auf dem Video gar nicht sehen kann. Das möchte ich jetzt mit einer kleinen Partita kurz deutlich machen. Der mechanische originale Spielschrank hier oben in der Orgel lässt sich vollmechanisch steuern, hat aber in der Vergangenheit eine Elektronik erhalten, die es gestattet, Klangfarben vorzuprogrammieren und aber auch Stücke aufzunehmen. Ich höre mich dann also selber spielen. Ich habe dann das Werk vorbereitet in seinen Klangfarben und muss jetzt hier nur noch auf Start drücken und dann werde ich in schneller Folge mit meinem Fuß auf den Vorwärtsknopf immer drücken, dieser dort, und dann wird man sehen, wie sich die Register hier wie von selbst bewegen. Das wird alles aufgenommen und dann kann ich es selber wieder abspielen und mir anhören, zum Beispiel aus dem Raum heraus. So sieht das nachher aus. Ich kann einen Namen eingeben, da kann ich zum Beispiel die Geschwindigkeit verändern, ihm sagen, was er noch alles Schönes machen soll. Jetzt möchte ich aber, dass er es abspielt. Die Register. Thank you.
So also in kurzen Zügen erklärt, was diese Orgel sogar von alleine kann. Hier in der Düsseldorfer Auferstehungskirche kann man die Orgel oben spielen, am mechanischen Spieltisch, aber seit einigen Jahren auch hier unten im Altarraum. Dieser Spieltisch ist hochelektronisch ausgestattet, jede Menge Spielhilfen, etwas mehr als wir oben hätten, und auch hier kann man die Selbstspieleinrichtung einstellen. Der Vorzug an einem elektrischen Spieltisch ist, man kann seine Registrierungen im Raum abhören. Der Spieltisch lässt sich hier frei bewegen, hängt nur an einem Kabel. Es macht große Freude, ihn zu benutzen.